Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Let's Play Hitman 3. Auf dem Weg sozusagen, ja, zum Formular P41, so heißt es zumindest. Und ich freue mich auf jeden Fall hier, einfach mal euch so zu begrüßen, dass ihr hier so fleißig dabei seid, um ehrlich zu sein. Also, das ist nicht ohne, muss ich einfach mal sagen. Also, ihr seid echt so aktiv und das gefällt mir auch. Und dass ihr halt auch das Game so fleißig mitfeiert wie ich, um ehrlich zu sein, das ist alles nicht ohne. Oh, wartet mal, kann ich eigentlich aufs Dach? Boah, Leute, was kann man denn hier alles machen in dem Spiel? Über die Dächer hier von China, denn hier befinden wir uns, um ehrlich zu sein. Und das ist halt das Geile, Leute. Also, man kann im Spiel wirklich sehr, 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 sehr viel machen, ne? Also, das muss man einfach sagen und... Nicht jedes Spiel ist so aufgebaut, vielleicht wie Hitman oder so. Also ganz klare Sache. Und das ist auch etwas, was mir bei dem Spiel ehrlich gesagt auch so aufgefallen ist. Also es ist zu den anderen Hitman-Teilen. Und da denke ich, da ist bestimmt jeder meiner Meinung. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, schreibt gerne eure Kritik in die Kommentare. Also mir ist auch wichtig, was ihr darüber denkt. Aber ich finde das Setting, so wie es an sich aufgebaut ist, bislang richtig gut. Also... Ich bin nicht enttäuscht bislang, überhaupt nicht. Ich habe mir auch nicht zu viel versprochen. Aber es ist ein sehr guter Nachfolger zu den vorherigen Teilen. Was sind das für Menschen? Sind das Insassen oder so? Und was ich auch krass finde ist, ich finde das Spiel, also in den ganzen Stories bislang so, ne, in den Missionen ist mir gar nicht so oft aufgefallen, dass die irgendwie... eine Art, ja, wie soll ich es beschreiben, solche viele Kameras und so hatten und so. Bislang, ich wurde, glaube ich, nur einmal von der Kamera entdeckt oder so. Und hier kann ich auch nicht durch, weil ich hier so ein Kennwort brauche, aber ich habe keine Ahnung über solche Kennwörter. Also, ja, schauen wir mal hier. Okay. Sieht sicher aus. Oh, hier wird es schon besser bewacht. Okay, wir sollen hier wohl eine runter scheinbar. Okay, ich bin einer zu hoch. Aber wie soll ich denn da runter? Moment mal, ich glaube, ich kann hier runter. Mach's. Was zum Teufel? Ich kann hier weiter? Alter Schwede. Moment mal, hier stimmt was nicht. Ah, wir sind die umgangen, Leute. Das wird hier bewacht. Heftig. Heftig, wirklich. Es wird hier übelst gut bewacht. Da hinten ist unsere Zielperson. Heftige Sache. Es wäre natürlich optimal, wenn wir die beiden umnähten würden. Ich werde jetzt hier mal ehrlich gesagt speichern, weil das mir hier sehr, 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 sehr brenzlig ist, um ehrlich zu sein. Ziemlich kritisch. Oh fuck. Er ist schon direkt da. Den können wir uns holen. Leute, den holen wir uns. Shit, 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 shit. Was ist, wenn wir ihn holen? Ich hole mir ihn. Okay. Nichts verhaftet. Keiner festgecheckt. Alter Schwede. Wow, da hatten wir mehr Glück als Verstand, ehrlich. Wir kriegen auch immer neue Waffen, ne? Also, ich bin eigentlich auch echt gar kein Fan von diesen ganzen Umnietereien und so, bin ich euch ehrlich. Ich weiß ja, dass das auch viele von euch kritisieren, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß echt, dass ihr das nicht gut findet, weil ihr immer auch irgendwo sagt, ja, man kann auch alles sneaky spielen und so, aber manche Situationen kann ich nicht so sneaky, ich sag mal, ja, bleiben, wie ich will, ne? So, jetzt ziehen wir es mal kurz um. Eine komplett frische Kleidung. Den ziehen wir auch noch mit.
Weil das ja auch ziemlich oberflächlich gerade ist. Ach, guck mal hier. Hier können wir die sogar ganz klar beseitigen hier. Der Melek ist ja ein ganz, 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 ganz schlauer. Meine Güte, und ich übersehe das, Leute. Ich übersehe das. Ich übersehe das. Ganz klar. Einmal beseitigen hier. Tschüss. Ich kriege ja auch EP dafür, also warum soll ich es nicht machen? Ich muss auch sagen, an der Stelle, ich bin auch nie bei irgendwelchen Spielen oder so ein krasser Achievement-Hunter gewesen. Also, mich hat es nie interessiert, wie viel Prozent ich wo irgendwie bekomme. Also, nee, wirklich nicht. Kann ich euch direkt an dieser Stelle sagen. So, die Leichen sind weg. Hier können wir die Tür mal aufknacken. Was ist hier? Satellitenschlüssel. Ich mach das einfach mal, um zu wissen, was passiert. Das wird auf jeden Fall für eine Störung sorgen. Dann gehe ich auf jeden Fall hier rüber. Benchmark-Labor. Oh Gott, was wird denn hier gemacht? Boah, das ist mega krank. Die machen irgendwelche Menschenversuche oder so. Da will ich mich auch ehrlich gesagt komplett enthalten. Schaut euch das selber an. Boah, die kriegt einen Anfall, oder? What the fuck, ey? Oder sowas ist echt gefährlich, ne? Das Gehirn ist veränderbar, Leute, ich sag's euch. Das Gehirn ist veränderbar. Das Gehirn ist veränderbar. Und ich glaube, wir jetzt nähern uns unserer Zielperson immer weiter. Ach, guck mal hier. Ein Stethoskop, oder wie das heißt? Ach, schön ist es. Oh, ich nehme hier alles einfach mit, hier auch Messer. So, wo ist unsere Zielperson? Oben. Das ist die Badewanne, da wollte ich nicht rein. Wir könnten es irgendwie probieren, dass wir uns wie ein... Ja, wie soll ich es beschreiben? Dass wir uns wie ein Prof oder so, oder wie ein... Ja, Chemiker oder so anziehen. Oder Wissenschaftler, oder wie man es beschreiben soll, ist ja alles irgendwie das Gleiche. Geh jetzt nach oben, wir sind immer näher, Leute. Guck mal hier, wo wir sind. Wir sind jetzt auf der Etage der Zielperson. Die Person wird von zwei Personen bewacht. Das wird nicht ohne. Ich bin sehr, 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 sehr nah gerade. Sehr, sehr nah. Okay, da ist die Person. Oh oh. Und ganz ehrlich... Bodyguard. Ich weiß, was ich mache, Leute. You got the bastard, Hush. Now go get Imogen Royce and we can get to the core. Okay. Wir haben die Person, Leute. Wir haben die beiden. Wir haben die so. Ey, wir haben krass. Wir haben so übel. Sneaky, die einfach beide eben schnell gekillt. Ich finde das gut. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, die so sneaky eben schnell zu killen. Und auch den Wachmann. Boah, das ist einfach krank. Körper wurde gefunden. Geh weg. Ich muss weg. Chefin jetzt sowieso Verdacht. Ich muss echt die Leine ziehen hier. Oh oh. Die suchen mich, Leute. Wisst ihr, was ich machen muss? Ich brauche auf jeden Fall den Prof. Ich brauche auf jeden Fall einen Prof hier. Geht denn hier keiner auf Toilette, Mann? Was ist daran so schwierig?
Geht doch. Seid ihr für Menschen? Ihr müsst doch auch auf Toilette, oder nicht? Ich komme hier nix rein. Ich möchte mich wie ein Prof anziehen, Leute. Verlassene Wohnung. Uiuiui. Also das ist ja. Das ist hier. Ja, ganz ehrlich, wie gut ist das bitte bewacht hier? Das ist übelst gut bewacht. Guckt euch das mal an. Ja, den hole ich mir. Schnell speichern. Den hole ich mir. Ich möchte auf jeden Fall Prof sein. So, Sekunde. So, sehr gut. Professor Melek. Schnell, bevor hier einer mich sieht oder so. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, was mache ich denn? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ne? Ich habe mich verdrückt. Ich muss wieder das Spiel neu laden. Ey, ich bin so hohl. Ich habe, weil ich so aufgeregt war, habe ich zu schnell gedrückt. Ah, Mist. Ich habe zu schnell gedrückt. Verdammte Hühnerbrust. Das gibt's nicht. Wisst ihr, was das Problem ist? Der checkt das da hinten, weil der geht da patrouillieren. Deswegen sieht er die Leiche. Deswegen werde ich die Leiche mal hier hinpacken. So, ich ziehe mich aber schon mal um. So, der geht jetzt, was macht der? Aha. Der kommt da hinten gucken. Alles klar, mach dir mal keine Sorgen. Ich mache mir darüber jetzt gerade gar keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Dich holen wir auch noch. Sehr gut. Jetzt ist es soweit. Einmal kurz beseitigen. So. Wow. Also ich bin jetzt mehr als, ja, wie soll ich sagen, gesichert hier an der Stelle. Die können mir gar nicht sagen. Ich bin nämlich Professor. Okay, was meint ihr, wo die andere Person ist? Also ich habe jetzt nicht genau geguckt, um ehrlich zu sein. Oben ist sie auf gar keinen Fall. Also die Person muss dann irgendwo draußen sein, oder? Da unten. Unterhalb? Was zum Teufel? Doctor. Yes. Who would you like to benefit? Feeling, if you yourself are very vulnerable today. Ganz ehrlich, die Leute, ne, die sozusagen so einen Punkt über den Kopf haben, ich glaube, das sind unsere potenziellen Ziele. Are you still keeping up with those stretches? Well, I can definitely feel it. Love the lab coat. Das sind doch unsere Ziele, Leute, oder? Wenn ich jetzt mal so gucke, das müssen auf jeden Fall unsere Ziele sein. Das kann gar nicht anders funktionieren. Also irgendwo muss das ja auch unser Ziel sein. Weil das hatten wir schon mal in einer Mission. Lauf jetzt einfach mal hier durch. Oh no, there will be more to come. Depending on the results of the conclusion to this test phase, come back tomorrow and we'll schedule a new spot for you. Fuck. Fuck. Komm bloß jetzt nicht hier rein. Ich gehe in einen anderen Raum. Tschüss. Verlassen. Die Person noch verdächtig, oder? Leute, ganz ehrlich, ich töte die Person einfach mal. Komm, wie dumm die sind. Die hat... Also damit haben wir gar nichts zu tun. Offensichtlich haben wir damit gar nichts zu tun. Ich werde die Leiche, ganz offen und ehrlich, hier irgendwo stehen lassen. Einen Moment. Warte, nein, 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 ich schmeiß sie raus. Raus. Was raus muss, raus. Tschüss.
So. Das ist jetzt echt egal. Ich gehe jetzt erstmal raus. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, dass ich die andere Leiche finde. Also wir müssen ja in den Untergrund, ne? Wartet mal, wir gehen wieder raus. Ich mache mal auf jeden Fall Security wieder hier. Er hat ja hier noch auf jeden Fall was an. Zack. Die Straßenwache. Ja, das geht doch klar. Oder, Leute? Also wir müssen auf jeden Fall unterhalb irgendwo sein. Guckt euch das an. Seht ihr die Person? Die Person ist auf jeden Fall unterhalb. Das heißt, ich muss hier irgendwo einen Weg nach unten finden. Und ich glaube, dass das gar nicht so der falsche Weg war, hier lang zu gehen. Gut. Ich möchte auf jeden Fall runtergehen. Und ich glaube, dass dieser Weg, dass wir runtergehen können... Also hier geht es nach oben. Das heißt, das ist der falsche Weg, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Oder gehen wir durch den Container durch? Ich habe keine Ahnung. Boah, das ist schon... Jetzt heißt es suchen und suchen und suchen, ne? Wo könnte das sein? Hier etwa über das Komplex und dann runter? Das ist schon krass kompliziert. Ebene 1, Ebene 0. Ich bin hier. Also ich bin hier. Hier geht's hoch. Okay, ich habe den Weg gefunden, Leute. Es gibt nur einen Weg... Oh, nein, es gibt noch einen anderen Weg nach unten. Es gibt noch einen anderen Weg nach unten. Wir müssen hier wieder geradeaus. Ich wollte eigentlich die Aufgabe da oben machen, aber die verbleibt jetzt. Also die werden wir wohl nicht mehr machen. Ich wollte die eigentlich machen, um ehrlich zu sein, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, also wir können hier lang. Uiuiui, jetzt leckt sie aber richtig. Und dann können wir hier durch. Oh Mist, ich muss die rausknacken. Ja, ich knack das einfach mal. Okay, und dann müssen wir hier runter. Was ist denn das Code? Also hier brauchen wir einen Code. Oh Mann, ey. Woher soll ich denn den Code wissen? Ich drück mal F1 kurz, um zu wissen, was für Story-Missionen wir haben. Missinformation. Was könnte der Code sein, Leute? Hier. 5872, oder? Seht ihr das? Ich glaube 5872. Ich mach's jetzt einfach, wir müssen es probieren. Bitte, lass es funktionieren, bitte. Nein, ey. Was ist das Kennwort? Wie komme ich hier rein? Ist das schwierig? Boah, da müssen wir jetzt echt suchen, Leute. Wissen die vielleicht was davon? Guck mal, Leute, wir haben hier überall irgendwelche Kennwörter. Tastenfeld interagiert. Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal hier. Ich habe eine Idee, Leute. Guck mal, was wir machen können. Die nehme ich mal eben auch auseinander. Die haben auch kein Kennwort oder so. Ich spinne. Ich kriege hier einen Anfall, ehrlich jetzt. Ohne Kennwort kommen wir nicht durch. Wir brauchen das Kennwort, Leute, um runterzukommen. Okay, wir machen das so, Leute. Ich werde mich jetzt um das Kennwort kümmern. Und in der nächsten Episode... Moment mal. Nee, hier steht gar nichts. Und in der nächsten Episode, würde ich sagen, gehen wir dann auf jeden Fall runter. Und wir werden das so machen, dass ich das Kennwort... Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Damit ihr wisst, wo es vielleicht weitergehen wird. Ich werde hier drüben, ich zeige euch das jetzt.
Ich werde hier durch die Tür gehen. Das werde ich wagen. 6301, oder? Komm, probieren wir auch noch. 6301. Nee, geht auch nicht. Heiliger Strohsack. Also das ist nicht ohne. Gut. Dann bis zum nächsten Mal und dann schaffe ich es auf jeden Fall auch. Da bin ich mir ganz sicher.